Was geht ab mit dem Video des Adventures hier im Shop? Nach 200.000 Jahren mache ich endlich mal wieder ein Video. Hä? Ein richtiges Video? Und keine Stream-Highlights? Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr mein neues Video gesehen habt. Meine neuen zwei Videos. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr meine neuesten zwei Videos gesehen habt. Digga, mein Vogel will einfach nicht die Schnauze halten. Aber heute geht es um ein ganz besonderes Spiel. What the fuck? Wie immer. Muss mir immer einer schreiben, wenn ich ein verschissenes Video mache. Hören wir uns mal an. Sollen wir uns das mal anhören? Du Wichses, Alter. Ey, wann hörst du auf mit deinem Akku-Scheiß und beginnst einfach mal mit deinem Gaming-Kanal? Ich war schon richtig lange drauf, bis du mir die Review rauskommst, du Wichses. Hör auf mit deinem Parkour-Scheiß und beschäftige dich mit deinem Game. Und tatsächlich geht es heute um ein Spiel aus meiner Kindheit. Nämlich... Nämlich das hier. Die Story des Spiels ist folgendermaßen. Sir Daniel Fortescue ist in der Schlacht von Gallowmere eine lebende Legende, bei der er eines der mächtigsten Krieger angeführt hat, um Zarok zu besiegen. Daniel ging in die Geschichte ein und es wurden Lieder über ihn gesungen und Geschichten über die erfolgreiche Schlacht erzählt. Die Wahrheit ist aber, dass Sir Fortescue als allererster in der Schlacht gestorben ist. Beim Angriff fiel ein riesiger Fallregen hinab und Dan war der Erste, der getroffen wurde. Und das ins Auge. Weswegen er auch in seiner späteren Gestalt nur ein Auge hat. Nach sehr vielen Jahren will Zarok nun seine Armee wiederbeleben und eine neue kreieren. Da die Helden tot und Gallowmere ungeschützt ist, sieht er es als perfektes Timing, um den Angriff zu wiederholen und Gallowmere zu stürzen. Aus irgendeinem Grund wird Dan, der in seiner Krypta ruht, zum Leben erweckt und macht es sich zur Aufgabe, Zarok zu stoppen. Jetzt kann er nämlich seinen Namen bei denen reinwaschen, die die Wahrheit über den Krieg kennen. Denn die machen sich permanent lustig und schikanieren ihn. Ich glaube, ich habe mir damals das Spiel geholt, als ich und mein Bruder uns ein paar Games von... Ja, Bastard. Ich glaube, ich habe mir damals mit meinem Bruder das Game von Rebuy bestellt. Wir haben uns tatsächlich relativ viele Spiele von dort geholt. Also wir hatten so eine Paketbestellung gemacht und da war das, glaube ich, dabei. Und tatsächlich habe ich hier sogar noch eine verdammte Karte von dem Spiel mit auf der... auf der Rückseite ist einfach ein Poster. Und quasi, das ist quasi einfach eine Werbung vom zweiten Teil. Und auf der Rückseite ist einfach eine Karte von dem Spiel, wo halt die ganzen Geheimnisse und die ganzen Schlüsselgegenstände verzeichnet sind, um halt durch das Spiel zu kommen, falls man Probleme hat. Das ist voll genial. Vor allem halt auch, dass ich das Game in so einem guten Zustand besorgt habe. Sogar die Platinum-Version. Wird es heute um Medieval gehen? Eines der Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin. Und auch eines der Spiele, von denen ich am meisten Angst hatte, als ich klein war. Denn ich habe das Game damals auf einer Demo-CD gespielt. Und das Problem war mit den Demo-CDs, das Spiel war zeitlich begrenzt. Das bedeutet, man hatte ungefähr, keine Ahnung, ich glaube 10 Minuten für das Spiel oder so. Und ich habe es dann immer versucht, so schnell wie möglich durch das Game zu rushen. Bis ich dann auch irgendwann bemerkt habe, so, das Game ist irgendwie gar nicht gruselig. Weil ich es geschafft habe, alles andere zu ignorieren und einfach komplett durchzuziehen. Das Spiel startet in Dans Krypta und ist eine perfekte Möglichkeit, um die ganzen Mechaniken des Spiels kennenzulernen und umzusetzen. Wir finden direkt am Anfang ein kleines Schwert, mit dem wir rumschwingen und angreifen können, zudem noch kleine Messer zum Werfen. Also kann man Gegner aus der Nähe und aus der weiten Distanz angreifen. Ziemlich nice und auch einzigartig für die damalige Zeit. Also erkunden wir erstmal Dans Krypta und finden ein Schild und einen seltsamen Stein. Schnell finden wir heraus, dass der Stein dazu dient, eine Tür zu öffnen und so kommen wir auch schon zum Hauptgrund des Spiels. Es geht meistens darum, Schlüsselgegenstände zu finden, die euch Zutritt zu verschiedenen Arealen oder Zugang zu Gegenständen und Waffen erlauben. Im zweiten Level des Spiels treffen wir auch schon auf die ersten Gegner und heilige Scheiße, hört sich das gruselig an, wenn man das erste Mal auf sie trifft. Ich habe das Spiel damals nur auf einer Demo gespielt und absolut vergöttert. Nur leider war die Demo zeitlich begrenzt, weswegen ich irgendwann einfach nur noch komplett durchgerusht bin. Aber Alter, haben mir die Zombies damals Angst eingejagt. Also am Anfang des Spiels kämpft ihr euch von A nach B, also sind die Anfänge ziemlich linear, aber das ändert sich im Verlauf, denn man wird immer stark belohnt, wenn man über den Tellerrand schaut und die Gegend etwas weiter erkundet. Beispielsweise sehen wir hier eine geistliche Knochengestalt, die deprimiert immer nur dieselben Töne spielt. Also suchen wir ihm ein Notenblatt, womit die Gestalt ein anderes Stück spielen kann, wodurch wir einen Gegenstand erhalten, mit dem wir weiterkommen.
Zudem gibt es noch den Kelch der Helden. Den erhaltet ihr, wenn ihr 100% erreicht. Und wie machen wir das? Indem wir alles abschlachten, was wir sehen! Ganz genau. Je mehr wir kämpfen, umso mehr füllt sich der Kelch mit Energie. Und wenn er bei 100% ist, können wir ihn einsammeln und kommen zur Halle der Helden, bei der die Statuen aller Krieger von Gallimere sind, die dabei geholfen haben, Zarek zu besiegen. Seltsamerweise können sie reden und kennen auch natürlich die Wahrheit, also machen sie sich permanent über Dan lustig. Captain Fortescue, it's me, Canny Tim. Does the battle go well? How I wish I could fight at your side again, sir. But hold, you could take my crossbow. It's got rapid fire and you can ricochet the darts off walls to shoot around corners. I used it at the Battle of Gallimere. After you were slain, I shot Zarek's champion, Lord Cardock, a clean kill through the eye at some 1,000 yards. Not that there's anything clever about shooting someone in the eye, sir. Oh. Goodbye, sir. Aber man ist nicht nur hier, um gemobbt zu werden, sondern die Statuen helfen einem auch bei der weiteren Aufgabe, Zarek aufs Maul zu hauen. Die erste Waffe, die man erhält, ist ein Bogen, bei dem man Pfeile von Wänden abprallen lassen kann, um Gegner zu treffen, die nicht unbedingt erreichbar sind. Vom Bogen bis hin zu einem göttlichen Schwert. Das Spiel wird von einer Gothic-Horror-Atmosphäre unterstützt und die Limitation der PlayStation 1 kommt es wirklich gut zur Geltung. Das Spiel ist mit voller Detail und Humor geschmückt, zum Beispiel die kleinen Hände, die ziellos durch den Friedhof krabbeln. Als Kind dachte ich immer, dass sie mir irgendeinen geheimen Ort oder so zeigen würden. Aber da lag ich leider falsch. Wie ihr seht, ist Dan ein Skelett. Und das Geilste daran ist, dass ihr seinen fucking Arm als Waffe benutzen könnt, falls ihr aus irgendeinem Grund alles verlieren solltet. Das ist einfach genial. Das Spiel ist voller schwarzer Humor und Charme, gemischt mit einem Gameplay, was extrem süchtig macht und einen für Stunden an die Konsole fesselt. Die CGI-Cutscenes sehen für damalige Verhältnisse unfassbar gut aus. Und ich bin auch nicht mal zu meinem Lieblingsaspekt gekommen. Die Musik. Und Junge, die Musik. Eine fantastische Mischung aus mystischen Komponenten und Sounds, die das Geheimnis Gallimere untermalen. Es gibt so viele Tracks, die ich euch gern zeigen würde, aber ich werde euch nur ein paar zeigen. Die Musik ist einfach episch. Man fühlt sich tatsächlich wie ein Held, der auf dem Weg nach Erlösung ist und motiviert ist, seinen Namen reinzuwaschen. Die Musik untermalt das Geschehen einfach perfekt und ich würde am liebsten im Dreieck vor Nostalgie springen. Also wie ihr vielleicht wisst, habe ich das Game das erste Mal auf einer Demo-CD gespielt und mich sofort verliebt. Die Atmosphäre, das Design, die Musik sind einfach einzigartig für die Zeit gewesen. Und zudem gibt es noch einen zweiten Teil, worüber ich noch definitiv reden werde. Und ein Remake für die PS4, wozu ich euch auf jeden Fall rate, wenn ihr keine PS1 zu Hause rumliegen habt. Ich weiß nicht, ob es so bekannt ist, aber man kann tatsächlich alle PS1 und PS2 Spiele auf der ersten Version der PlayStation 3 spielen. Also wenn ihr noch so eine zu Hause rumliegen habt, dann holt euch das Game und taucht in die nostalgische Welt von Medieval ab. Das war's dann erstmal mit dem Video. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Sobald ihr das Video seht, bin ich auch live auf Twitch und streame meist Tekken oder Apex. Ich bin auf jeden Fall offen für Vorschläge, also schaut bei mir vorbei und lasst ein Follow da.